Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Ah, ist ein bisschen unlucky. Okay, die ist tot. Hallöchen Chris! Hallöchen Chris! Gut, so, ich will diesen Big Daddy jetzt endlich mal an diesen Fleck da... Wollen wir spazieren gehen? Kommt er noch? Ja, er kommt noch, okay. So, hier hinten war das oder nicht? Oh, geh weg. Geh weg, hab ich gesagt. Du gehst. Nee, geh weg. Ja, hier, komm. Komm. Komm jetzt her. Ja. Und jetzt müssen wir warten. Bis ich die Kontrolle über ihn verliere. Und er sich da eine Little Sister snackt. Ja, gleich. Ja. Komm. Ich weiß, du willst. Komm. Nein, nicht weg. Wollt ihr doch die Little Sister, du dumme Nutte? Okay, dann halt nicht. So, ich kann ja aus der Nähe nochmal jetzt machen, ne? So ein schönes. Ey. Ein schönes Foto. Ach Mann. Ja, okay, bekämpfen will ich den jetzt auch nicht. Das wäre nämlich ein bisschen unnötig. Okay. Würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal den Weg zurück. Wer nervt hier oben jetzt schon wieder? Irgendwer gibt hier doch. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Ra- Ich hab den noch nicht gehackt, dann hacken wir den eben mal. Ups. Ja, fließ mal wieder nach oben erstmal und dann nach. Ach, scheiße, nein. Ach, Kacke. Nein, ich will keine Sicherheitsbots. Wo war dieser. Anti-Sicherheitsbot-Kackschalter? Au. So kam ich nach hier! Ne, das ist eine Medi-Station. Scheiße. Und wo? Weg! Von der Macht des eigenen Willens. Geh weg! Geh weg! Okay, gleich habe ich's. Nein! Was? Was hat mich denn jetzt gekillt? What? Hä? Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Hä? Er nimmt sie Kleinen und schwachen Kinder an, denn okay. Er ist stark. Ach, hier bin ich. So spät. Dann geh weg. Ach Mann. Ich hab keine Medik jetzt mehr. Hey. Na? So, erstmal den Big Daddy wiederholen, damit er mich jedenfalls ein bisschen deft. Mann, geh weg! Nein, keine Muni! Ja, ich hab grad echt Muni-Probleme. Riesige Muni-Probleme. So. Ich nutze einfach einen Auto-Hacker für die Kackdai. Auto-Hacker. So, Verbandskästen. Erstmal voll kaufen. Denn Verbandskästen sind geil. Kontaktmine wäre auch nett eigentlich, ne? Erstmal noch ein bisschen Schrot, würde ich sagen. Dann mal Kontaktminen, Pistolenkugeln und
Das war's erstmal. Dann kann ich mich nämlich... Wo ist die Medi-Station? War hier nicht eine... Da ist die Medi-Station. Hab doch Moni. Ach, die ist... Oh. Jetzt ist die auch noch kaputt, ey. Da heile ich mich einmal voll, nehme den Verbandskasten mit. Und gehe jetzt den richtigen Weg. Ich muss jetzt mal nachladen, Kacke. Ah, komm! Geh weg! Ach Mann! Ist doch mein schöner Big Daddy weg. So, zack. Obwohl nicht, dafür soll. Ich sollte eigentlich die Antiperson Muni nutzen, ne? Weil die ist ja eigentlich. Naja, davon habe ich zu wenig. In der Pistole. Ja, lassen wir. Kontaktmin. Tim, Big Daddy, ich bin hier falsch. Ich muss da lang. F. Nee. Warum bin ich denn hier hinten gespawnt? What? Okay. Hey, Big Daddy. Oh, er holt die Little Sister. Nice. Nice, 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 nice. Oh, oder auch nicht. Hatte ich letztes Mal nur Glück? Scheint so, ne? Ah. Okay. Dann ist das so. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen, aber okay. Gut. Dann hatte ich letztes Mal nur Glück. Oh, Gen-Dings-Upgrades. Dinger. Bla. Ihr wisst, was ich meine. Adam ist zwar ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Ja. Okay, hier könnte eine Little Sister rauskommen, oder? Ich weiß es nicht. Gucken wir erstmal. Wir haben 200 Adam. Insektenschwarm. Setze einen Schwarm stechender Insekten frei und die mehrere Feinde gleichzeitig angreifen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Okay, gucken wir erstmal, was für einen Slot wir vielleicht erstmal bräuchten. Körpertonika, was haben wir denn da alles noch so? Das war gerade, was war das gerade? Das war Extra Nutrition, ne? Genau, mehr Gesundheit. Verbandskasten verleiht auch Ever. Ja, das kann man so, wir brauchen länger, um dich zu erspähen. Wenn sich suchen, behält das, eines Behälters oder einer Leiche, kannst du, ja, nee. Ja, eigentlich brauche ich, also, hiervon erstmal Körpertonikum gar nichts Wichtigeres, so. So, wir hatten jetzt erstmal den Safe, ne? Was ist das? Das ist, okay. Eine Alarmplatte und ein Überlassen weniger beim, okay. Ja, brauchen wir aber auch nicht. Verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Das ist natürlich nice. Zwei Überlastungsplatten weniger. Brauchen wir auch nicht. Verringert die Dauer, wäre auch ganz nice. Also, ein Slot für Technik-Tunika wäre gut, okay. Merken wir uns. Das war gerade Human Inferno, genau. Nehmen Sie weniger Schaden durch Feuer. Das brauche ich auch nicht. Schaden, den die Kameras, Bots und Geschütze und ja, das, na wohl. Das wollen wir auch nicht unbedingt. Ja, okay, wir brauchen Technik-Tunikum. Upgrades. Da brauchen wir einen weiteren Slot. Danke. Und hier... Warum kann ich da noch nichts reinwählen? Aber okay, ja, wollen wir jetzt Ever Saver? Plasmine verbrauchen weniger Ever, ja. Brauche ich nicht unbedingt. Wollte ich mir noch einen Plasmid-Slot? Weil, also eigentlich brauche ich ihn... Obwohl... Brauche ich ihn denn?
Ja, haben ist besser als brauchen, würde ich sagen, ne? Zumindest was das angeht. Dann können wir uns hier noch irgendwas kaufen. Everything's da. Alles klar. Dann machen wir das so, dass wir uns jetzt hier erstmal verringert den Alarm. Verringert die Preise. Ein Verkaufsautomaten. So, und was hole ich denn? Zieldummy, schlag Kreaturen, Objekte, Energiestrahl zurück. Sonic Boom, stimmt. Nein, werden sie vor Kamera. Achso. Ja, was wäre hier jetzt nice? Energiestrahl? Einfrieren wäre eigentlich ganz nice, oder? Nehmen wir das lieber mit. Ja. Doch, sind wir noch gut dabei, würde ich sagen. So, ich lade jetzt erstmal alle meine Waffen nochmal nach. Nach, okay. Hier ist nachgeladen und hier ist auch nachgeladen. Okay. Rauchsteuerung. Oh, ey. So, okay, das hat die ganzen Fliegen, Bienen beseitigt. Ist das das, was du willst? Hä? LOL! Oh. Glotz mich nicht an! Hä? Hä? Ach, von hinter mir! What? Oh, Alter! Okay, kann ich sie nicht mit Napalm beseitigen oder so? Nein, kann ich nicht. Okay. So, dann würde ich jetzt gerne erstmal alles durchsuchen. Wenn ich darf. Bitte. Ganz schnell. Wo kommt ihr her? Diesmal. Ach, da! Schon wieder! Hä, wo kommt ihr denn auf einmal hinter mir her? Ich sehe die ganze Zeit nicht. Okay. So, darf ich jetzt bitte? Ohne dass ihr Spackis mich stört? Nein, darf ich nicht. Okay, da läuft die Zeit zumindest nicht weiter. Das ist schon mal sehr gut. Okay, dann muss ich den hier runterziehen. Dann bitte nochmal so ein. Genau, so ein ist auch gut. Zack, zack. Abgeschlossen. Mann, Alter! Gib mir auf den Sack! Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Ich glaube nicht. Such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Lankfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Du müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Okay. Ich würde jetzt ganz gern erstmal hier fertig durchsuchen alles. Ich bin hier halt immer noch nicht durch. Weil hier auch immer die ganze Zeit irgendwelche Spackis ankommen und mich töten wollen. Geh weg. Moment. Mal kurz Auto hacken. Komm mir nochmal. Nein, jetzt hab ich MG brat. Oh. Jetzt muss ich mich beeilen. Mann! Oh, nerven die! Leute! Das ist halt unglaublich! Warum kommen hier denn so viele von den Kackgegnern? Also jetzt mal for real. So, habe ich hier noch irgendwo Geld gehabt? Nein, hatte ich natürlich nicht. So, aber ich glaube, jetzt bin ich langsam hier mal fertig. Zumindest fast. Mann.
Alter! Sind die nervig? Dass auch jedes Mal neue Gegner kommen, warum? Was ist denn euer Problem, Alter? Ständig Gerüchte. Fontaine ist. Warum hast du mich? Ach Mensch. So, was soll ich ins Labor, ne? Ja, mach ich. Mach ich gerne. Wie hier noch irgendwas? Nee, ne? So, das Labor war doch hier lang. Ich höre schon wieder Gegner. Ne, da unten nicht. Da oben lang, ne? Genau. Hier. Genau, jetzt kommen wir wieder zurück. Kann ich denn noch wieder zurück? Ja. Hab ich nicht. Ich hab ja. Warte, auf M habe ich meine Missionen, ne? Ach so, oh, ah, oh, mh. Okay, ich muss das bei so einer. Ah. Ey, das macht natürlich Sinn, ne? Ich meine, sorry, es ergibt Sinn. Hey. Lazarus Vector. Jetzt? Ah. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus Vectors. Yes. Leg den Vector an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Okay. Machen wir. Ich liebe Ladebildschirme, Leute. Ich liebe sie. Schön. Einfach nur schön ist das. Ladebildschirme sind schon... Ja doch, nice. Fast, würde ich sagen. Aber nur ein bisschen. Okay. Wehre dich gegen das Unvermeidliche. Du wirst bald keinen Sauerstoff mehr haben. Und dann wirst du einfach einschlafen. Wie wird man nur so wie ich? Ich habe den ganzen Tag mit Genen zu tun. Und niemals entdecke ich darin die Anlage. Oh, Alter! Ich könnte es ja auf die Deutschen schieben. Doch um ehrlich zu sein, ich habe in den Unmenschen im Straflager weniger Peiniger gesehen, als vielmehr Gleichgesinnte. Die Kinder, die ich missbraucht und verunstaltet habe, wecken etwas in mir, das für die meisten Menschen etwas Schönes und Natürliches ist. Alleine ist diese Eigenschaft unerträglich. Ich spreche von Oh Mann! Junge, wo kommt ihr denn alle her? Jetzt kommst du. Alles klar. Warum? War denn jetzt der Sicherheitsalarm ausgelöst worden? Also jetzt mal bitte wirklich, ich habe keinen Plan, warum? Ich habe nicht... Keinen Plan. Das... Ja, es ist mir ein Rätsel, ganz ehrlich. Warum? Hä? War da eine Kamera oder so? Nee. Oder? Ich muss gleich lesen. Und auch nicht. Mann, geh weg. Geh mich auf die Zacken. Diese ganzen Gegner sind doch schon ein bisschen nervig manchmal, ne? Also ein bisschen. So, weiter. Wir sind gleich da. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Hm. Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen.
Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche herauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, das ist wie schwarz gebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Ah. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.